Naga Bodhasana ist die Stellung des erleuchteten Schlangenwesens. Rafaela zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend, komm zum Padmasana, zum Lotussitz. Wende die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und dann gib die Hände neben den Kopf oder hinter den Kopf. So bist du in Naga Bodhasana, auch eine Variation von Uttana Kuromasana oder auch eine Variation von Garbha Pindasana. Nagas werden manchmal als Schlange bezeichnet, aber die Nagas spielen in der indischen Mythologie eine besondere Rolle. Gerade in Kerala zum Beispiel gibt es viele Naga-Tempel, oft sogar in kleineren Häusern auf dem Land. Nagas gelten also nicht nur als Schlangen, sondern auch als Hüter von Orten, von Häusern, von Wesen, letztlich von Grundstücken. Und Nagas können auch erleuchtet sein. Das heißt, es nicht nur Menschen können die Erleuchtung erlangen, sondern auch die Nagas. Und so ist Naga Bodhasana die Stellung des erleuchteten Schlangenwesens. Wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Rafaela, Eduard hinter der Kamera und Sukadev danken dir und wir wünschen dir viel Freude auch beim Ausprobieren von exotischen Asanas.